Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön habt ihr wieder eingeschaltet. Eine neue Folge Brote aus aller Welt und heute ein Injera oder Injera, ein äthiopisches Fladenbrot, das dort Hauptbestandteil ist. Es wird als Teller benutzt oder teilweise einfach zu den Speisen gegessen, die Speisen eingewickelt. Tolle Geschichte. Der Hauptbestandteil hier bildet das Teffmehl. Teffmehl, Zwerghirse, Äthiopien ist ein Hauptanbaugebiet. In der Schweiz gibt es das in verschiedenen Granulationen, meistens eine hellere Variante, als es in Äthiopien gibt. Aber wir müssen natürlich auf das zurückgreifen. Teffmehl, sehr, sehr proteinreich. Das Spezielle an diesem Brot ist auch noch, es wird angesäuert. Meistens nimmt man gleich einen Starter nach, den man mit Teffmehl ansetzt. Da ich keinen mit Teffmehl habe, nehme ich einfach meinen Sauerteig Bruno. Super weicher, flüssiger Teig. Das Ganze wird dann auch in der Pfanne gebacken. Fermentiert mindestens 24 Stunden, besser ist noch 2-3 Tage. Legen wir los. 720 Gramm warmes Wasser in einer Schüssel. 100 Gramm Sauerteig, bei mir Weizensauerteig. 7 Gramm Salz. Das Ganze ein bisschen aufschlemmen. Da sieht man auch ganz viele unterschiedliche Rezepte. Ich habe mich jetzt hier versucht, ein bisschen ans Original zu halten. Da sieht man auch Unterschiede. Einige nehmen gar nicht mehr 100% Teffmehl, nehmen noch andere Getreide rein, Vollkorngetreide, Weizen vor allem. Ich will jetzt hier die Teff-Variante ausprobieren und gebe jetzt hier 250 Gramm Teffmehl mit dazu. Rühre das schön ein und das ist wirklich ein flüssiger Teig, das ist völlig normal. Teffmehl bindet extrem viel Wasser, darum haben wir hier fast die dreifache Menge an Wasser drin. Schön runterrühren, klumpenfrei verrühren. Dann zudecken, für 2-3 Stunden in der Küche stehen lassen und dann in den Kühlschrank verfrachten. Ich mache jetzt das mit einer 24-Stunden-Gare. Du kannst natürlich auch länger machen. Im Original habe ich gelesen, wird das sogar 48 bis 64 Stunden sowas fermentiert. Ich mache 2-3 Stunden Raumgare. Du wirst dann sehen, das ist zum flüssiger Teig. Das Wasser wird sich oben etwas ablösen. Das ist völlig normal, dass das hier nicht ganz eine Bindung eingeht. Im ersten Moment einrühren. Vor dem Backen, siehst du dann auch, schütten wir das Wasser einfach ab. Der Teig war über Nacht im Kühlschrank und guck dir das an, oben bildet es immer so ein bisschen Wasser. Das Ganze blubbert schön, das kann man jetzt abgießen, die obere Schicht. Das ist völlig normal, dass sich das Ganze bildet hier. Einfach ein bisschen abgießen. Das Ganze noch einmal durchrühren. Hat jetzt richtig gut fermentiert im Kühlschrank. Den Teig habe ich mir etwa vor einer Stunde zum Kühlschrank rausgenommen. Fülle ich mir in ein Gefäß rein. Bratpfanne vorheizen. Da gibt es natürlich auch diese Crepe-Teller oder in Äthiopien haben sie noch größere Platten. Teilweise wird das Ganze auch auf dem Stein gebacken. Zu Hause, denke ich, ist am einfachsten. Eine Bratpfanne mit Deckel gut vorheizen und dann hier den Teig dünn einfüllen. Und genau dieses Wabenmuster, diese Blasen hier, die wollen wir. Genauso muss das aussehen. Deckel drauf und schön durchbacken. Zum Durchbacken den Deckel schließen, auf mittlerer Hitze das Ganze, sonst verbrennt es unten sehr gerne. Und jetzt da so für 2-3 Minuten backen, Deckel abheben, rausnehmen. Das Injera wird nicht gedreht, also nicht auf den Kopf stürzen, sondern direkt einfach so gebacken. Und diese Wabenform, diese Löcher an der Oberfläche sind richtig typisch.
Da gibt es natürlich Varianten, die sind riesengroß. Das muss man auch ein bisschen üben, wenn man da diesen Frauen zuschaut, wie perfekt, dass die das hier aufgießen. Da brauche ich noch etwas Übung, aber die Injeras mache ich ja nicht jeden Tag. Aber macht richtig Spaß, richtig coole Teile. Unten rein. Voilà. Wunderbar, hauchdünn, der letzte. Jetzt kann man das Injera als Teller benutzen. So gegessen wird es selten. Entweder werden Speisen eingewickelt, dazu einfach hier etwas abzupfen. Habe ich mir sagen lassen. Und dann die Speisen darauf geben. Ich kann jetzt hier nicht mit einem Kaiwat, mit dem äthiopischen Gulasch punkten, aber ein orientalisches Hähnchen muss es auch machen hier darauf. Und ich würde es jetzt so machen, ich weiß nicht, ob das traditionell ist, und dann reinbeißen. Das ist cool. Super dehnbar. Lässt sich genial einwickeln, die Speisen, ohne Kleckern. Jetzt noch das Brot alleine. Hier merkt man die schöne Fermentationsnote, bisschen Säure drin. Ich habe es auch in den Kühlschrank gepackt, um die Säurenote nicht allzu dominant zu machen. Bei einer Fermentation im Raum wird das einfach zu sauer. So eine schöne, erdige, leicht nussige Note, aber ganz dezent, also es überdeckt nicht die Speise, harmoniert super gut und auch was Gesundes mit der Zwerghirse, hier mit dem Teffmehl. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken, Daumen hoch, wenn es gefallen hat, schreibt einen Kommentar zu diesem Rezept, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, bis zum nächsten Mal, euer Marcel.